ist Julia Hadler. Ich bin Schülerin des BGBRG Pokersdorf und heute bin ich hier, um euch meine Rede zu dem Thema Werk schon verboten, Weitdenken erlaubt vorzutragen. Und zwar auf Joomla, also Chinesisch und Deutsch. Ein Mensch ist wie ein Buch. Jeden Tag werden neue Buchstaben, Wörter und Sätze getippt, neue Erlebnisse, Erkenntnisse und Erinnerungen gesammelt. Und mit jeder Zeile, die zu Ihrem oder meinem Buch hinzukommt, wächst der Autor aufs Neue über sich hinaus. Denn das Umfeld formt den Menschen. Es macht ihn stärker oder schwächer. Somit kann Mega, Bujoch oder Pienlun jedes beleidigende Vorurteil ein Knick in das Blatt Papier machen. Doch die papierartigen Seiten ermöglichen es erst, ein vollkommenes Buch zu formen. Anders gesagt, was heißt, dass er versucht zu verhindern, dass dessen Buch die beste Version seiner selbst wird? Doch sollten wir, jeder einzelne von uns, nicht lieber helfen, neue Erlebnisse, neue Wörter zu sammeln, damit jeder Autor sein Buch und seine Lernzeiten so gestalten kann, wie er es möchte? Nehmen wir mich als Beispiel. Ein 0815 Mischlingskind, chinesische Mutter, österreichischer Vater. Die zwei haben meinen Einband, also mein Buchcover designt. Lieber ein Schüler von mir mit braunen Haaren, aber chinesischen Augen, also Schlitzaugen. Doch obwohl ich eine chinesische Österreicherin bin, wurden mir in der Zeit vor der Ausgangssperre ausweichende, ablehnende, fast angewiderte Blicke zugeworfen. Aber warum denn die Blicke? Weil die Herkunft des Coronavirus der meiner Mutter gleicht. Das wird bestimmt keine weitere Coronavirus-Rede. Aber meine Geschichte geht noch weiter. Zusätzlich zu dem Virus esse ich laut einigen Menschen sogar noch Hunde. Mir ist es fast nicht möglich, an einer Hand abzuzählen, wie unnormal unzählige Male ich schon gefragt wurde, ob ich schon mal ein solches Tier verzehrt habe. Hühner sind doch auch nur Tiere und ob ich die esse, werde ich nicht gefragt. Interessant. Dass mein Appetit einige Menschen interessiert, finde ich sehr amüsant. Denn neben der Hundefrage erkundigen sich viele meiner Mitschüler auch danach, ob ich Lais mag. Und von allen Schülerinnen werde ausgerechnet ich nach meinem Geschmack gefragt. Interessant. Wenn wir schon dabei sind, bleiben wir doch bei Ernährung. Denn was fast alle Österreicher lieben, ist chinesisches Essen. Damit sind nicht Hunde mit Reis gemeint. Damit sind Gerichte gemeint wie Sushi, Jiaozhaomian oder Frühlingsrollen. Ja, das können wir wenigstens kochen. Auch bei mir werden in der Schule häufig Bestellungen abgegeben. Warum, weiß ich nicht. Meine Eltern waren noch nie in dieser Branche tätig. Dann Tamen Jauo, um mich nach einer Bestellung zu fragen. Dass ich mir anmerken lasse, Frühlingsrollen machen zu können, finde ich interessant. Denn deren Erwartungen sind in Bezug auf meine Mathe-Note ziemlich hoch. Ab und zu kommen Schüler mit Problemen in Mathematik zu mir und fragen mich und bitten mich um Hilfe. Doch nach meiner tatsächlichen Mathe-Note erkundigen sie sich nicht. Denn die scheint Mädchen zu sein. Ich wusste gar nicht, dass ich mir anmerken lasse, eine Mathe-Niete zu sein. Aber warum werde dann ausgerechnet ich nach Hilfe gebeten, also um Hilfe gebeten? Interessant. Zusammenfassend bin ich also ein Coronavirus-Tragendes, sich ausschließlich von Hund und Reis ernährendes Mathe-Ass, das neben der Schule auch noch ein chinesisches Lokal betreibt. Ein wahres Multitalent. Denn ich kann diesen Erwartungen nicht gerecht werden. Doch das ist okay, weil ich ihnen nicht gerecht werden muss. Mein individuelles Buch. Ich als Autorin habe entschieden, mich nicht von diesen Vorurteilen herunterziehen zu lassen. Ich habe entschieden, die Knicke zu glätten. Oder ob es mich überhaupt gestört hat. Ich meine, diese Vorurteile sind nicht gerade schlimm. Ich stelle eine Gegenfrage. Soll niemand hören, dass Vorurteile und Erwartungen das Bild, das man von einer Person hat, nicht beeinflussen? Doch, denn so ist es.
Aber jede Einzelperson entscheidet für sich, wie sie mit diesen Vorurteilen umgeht. Buguan Nishi, derjenige, der es wagt, einen Knick in die Buchseite des anderen zu machen. Huojia, der Besitzer des Buches. Jeder entscheidet für sich und nur für sich. Wie ich über die Vorteile hinweggeblättert habe, ist also die Frage. Wurde da an, Jijun Jin Li, Konzentration auf mich selbst. Statt mich damit zu beschäftigen, was andere über mich denken, fokussiere ich mich voll und ganz auf den Inhalt meiner Busche. Denn seien wir mal ganz ehrlich, wenn man jemanden sieht, sticht das Buchcover nun eben als erstes ins Auge. Und man urteilt dementsprechend. Naiga Xianfa, ihnen in den Kopf schießt, wenn sie also meine braunen Haare, aber die schlitzigen Augen sehen, kann ich nicht beeinflussen. Eines kann ich allerdings beeinflussen. Und zwar, ob ich diesen Vorurteilen spreche oder eben nicht. Ich alleine bestimme, wie ich mein Buch gestalte. Wenn ich also nicht gerne rechne und mir Textaufgaben überhaupt nicht liegen, dann trage ich es nicht in meinen Roman ein, denn ich entscheide. Und denn ich entscheide. Und wenn mir Reis oder Hundefleisch überhaupt nicht schmecken, dann muss ich es nicht unter Lieblingsspeisen eintragen. Denn ich entscheide. Denn ich entscheide. Mein Inhalt kann kein Klischee, kein Vorurteil ändern. Denn ich beschreibe meine unbeschriebenen Zeiten. Denn niemand hier kann. Sie können auch entscheiden. Sie können entscheiden, wie sie ihrem Gegenüber entgegentreten. Wie sie ihn behandeln. Entscheiden, ob sie dazu beitragen wollen, ihn zu der besten Version seines Selbst werden zu lassen. Nehmen Sie ein Buch nicht aus dem Regal, lesen die I, ja, yeah, und legen es dann wieder zurück. Und vergessen Sie nicht. Behandeln Sie jedes Buch, unabhängig von seinem Buchcover, seinem Titel oder seiner Schriftart, so, wie Sie es sich für Ihr Buch wünschen. Also wagen Sie es nicht, mir zu sagen, was ich in meinem Roman schreiben soll. In welche Schuhe, Gushi? Wo ist die Zorge? Wo ist die Zorge? Und wo ist die Zorge? Denn es ist meine Geschichte. Ich bin die Autorin. Ich halte den Stift und ich mache es zu einem Bestseller. Vielen Dank.